Hallo und herzlich willkommen hier zu The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. Ja, wir sind hier gerade in einem Kerker aufgewacht und ja, wir sollen einen Weg finden, um aus Kalthafen zu entkommen. Okay, hier liegen schon irgendwelche Toten rum. Wir haben hier ein Feuer. Und sonst haben wir hier leider nichts weiter. Ah, okay, hier können wir das öffnen. Geht es euch gut? Ja, hallo. Ich heiße Lyris. Das ist aber schön. Oh, können wir jetzt öffnen? Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn. Das muss der Kümmerling des Wurfs gewesen sein. Okay. Er beutet eine Waffe von der Drehbla. Um Gegenstände einzusammeln, drückt X. Ja, ist hier denn irgendwie was? Ah, dort hinten sollen wir hin. Das suchen wir mal. Okay, wir haben ein Schwert gefunden. Alles klar. Haltet eure Waffe bereit und seid auf der ich weiß auf jeden Fall, dass es hier eine Third-Person-Ansicht gibt. Die würde ich gerade gerne echt mal aktivieren. Ich weiß noch nicht mehr, wie das funktioniert. Ah, okay. Ah, schaut mal, da sind wir. Hallo. Yay. So, und ja, so ist mir das nämlich viel lieber, wenn wir so hier durch die Weltgeschichte laufen. Drückt R2, um zu eurer Waffe zu greifen. Das haben wir ja schon hingekriegt. So, und wir haben was geschafft. Haltet L3 gedrückt, während ihr euch bewegt, um zu sprinten. Ja, das mache ich ja im Prinzip. Bleiben wir in Bewegung. So, ja. Bleibt jetzt nicht stehen. Geht weiter. Es sind noch mehr Wachen auf dem Weg. Alles klar, dann beeilen wir uns mal. Wow, das hat Boom gemacht. So, besiegt die Gefängniswachen. Okay. Wow, lang gedrückt halten, um Angriffe zu blocken. Ah, alles klar. Haltet R2 lang gedrückt, um einen schweren Angriff auszuführen. Ah, okay, sie liegt da erstmal am Boden rum. Wow, ah, okay. Wow, ich kann gar nicht so schnell lesen an manchen Stellen. Okay, ihr geht's also wieder gut. Rang 2 wird 2 Tender erreicht. Seid gegrüßt, Entseelte. Hallo. Hier bin ich ein Gefangener. Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Okay. Kommt her. Wir müssen reden. Dann machen wir das. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen. Auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Wobei soll ich euch helfen? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Wo sollen wir jetzt hin? Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Was sind diese Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Wie können wir einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Ich habe so viele Fragen. Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Und ich werde antworten, so gut ich kann. Wer ist dieser Prophet? Er ist ein seltsamer Kerl. Daran besteht kein Zweifel. Aber er ist auch der weiseste Mann, dem ich je begegnet bin. Er sieht Dinge. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Was ist das hier für ein Ort? Wo bin ich? Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Stellt euch den erbärmlichsten, bedrückendsten Ort vor, den ihr je in eurem Leben besucht habt. Das ist ein Paradies im Vergleich zu Kalthafen. Und dazu kommt noch... Nun... Das kann man euch nicht schonend beibringen. Ihr seid tot. Aber wie können wir dann diese Unterhaltung führen? Ich weiß es nicht. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern und dem Reich des Vergessens erzählen.
Ich selbst verstehe davon nichts. Okay. Wenn ich tot bin, wer hat mich dann getötet? Ein Mann namens Manny Marco. Sein Wurmkult führt in Tamriel eine Art Ritual durch. Sie haben euch und jeden anderen hier in diesem Gefängnis dem dädrischen Fürsten Molag Bal geopfert. Nachdem ihr gestorben seid, ist das, was von euch noch übrig war, hier aufgetaucht. Man nennt euch eine Seelenberaubte. Was wollt ihr damit sagen? Das bedeutet, dass ihr ein Sklave seid und den Rest der Ewigkeit hier in Kalthafen verbringen werdet, um unter der Knute der Dädra zu schuften. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit mir. Seid ihr auch tot? Nein, ich wurde nicht geopfert. Der Prophet und ich wurden hierher gebracht, auf die herkömmliche Art und Weise, wenn das auch nur ansatzweise Sinn für euch ergibt. Aber wir sind auch hier gefangen, genau wie ihr. Hab ich das schon gefragt? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wer ist dieser Prophet? Er ist ein seltsamer Kerl. Daran besteht kein Zweifel. Okay, haben wir auf jeden Fall schon gefragt. Ihr seid ganz offensichtlich nicht. Ich weiß es nicht. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von Wie können wir den Propheten retten? Dieser Ort steht unter Beobachtung durch magische Konstrukte, die man Wächter nennt. Wir haben keine Chance, wenn es uns nicht gelingt, sie zu blenden. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir dort ankommen. Und wir werden nie dort ankommen, wenn wir uns nicht in Bewegung setzen. Ein Mann namens Manny Marco. Sein Wurmkult. Das haben wir auch gehört, ne? Art Ritual durch. So, okay, genug gequatscht jetzt. Jetzt wollen wir aber hier mal ein bisschen vorwärts kommen. So, öffnen wir die Tür mal. Abgeschlossen, durchquert weiter die Blutende Schmiede irgendwas. Alles klar. Ey, du! Das war nicht nett. Upsala. Na, hoppla. Upsi, du. Yay. Boah, ich war jetzt gerade voll konzentriert, ne? In einem Kampf seid ihr einiges wert. Ah, okay, drückt Option. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Eilt euch. Okay, Charakter. Im Charaktermenü könnt ihr verfügbare Attributspunkte verteilen, um eure Effektivität im Kampf zu erhöhen. Okay. Achso, wir können ja einfach nur irgendwo Plus wählen. Machen wir erstmal Leben. Kann bestimmt nicht schaden. So, dann haben wir das wenigstens schon mal gemacht. Wo ist denn jetzt hier unsere Tritratrollala hin? Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Ach so, die ist hier weitergelaufen. Chubid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 u. Ach nee, hier, mystische Musik. Dam, dam, da, dam, da, 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 da. Ja. Wow, okay, Ladebildschirm. Der wehklagende Kerker. Es gibt Gegenstände in 5 verschiedenen Qualitätsgraden, welche in 5 Farben dargestellt werden. Okay. Jeden Teil Kalthafens sehen. Wir müssen ihn ablenken. Okay, was sollen wir jetzt machen? Der Kompass zeigt euch eure aktuellen Questziele als blablabla oder als dddd an. Solltet ihr euch verlaufen haben, so könnt ihr blablabla drücken, um eure Karte zu öffnen. Ah, okay, hier ist ja was los. Ich glaube, das Spiel hat jetzt soweit gestartet. Ah, boah, was machen die denn hier? Die stehen da einfach nur so ganz entspannt rum. So, ich folge jetzt mal diesen Punkten auf der Karte. Da hinten ist noch einer. Aber hier geht es erstmal hoch. So, okay. Ah, er hier ist anscheinend beschäftigt. Ich dachte mal, ich bin mal so nett, aber hat irgendwie, glaube ich, nichts gebracht. Versucht nicht weiter aufzufallen. Wir sind gerade erst von hier freigekommen. Okay. Was wir brauchen. Ich halte wach. Worauf zielt er da? Ist ja interessant. führt einen Angriff aus dem Hinterhalt durch, um den Beobachter zu zerstören. Drückt er 3 zum Schleichen. Okay, drückt er 2, während ihr verborgen seid, um den Angriff aus dem Hinterhalt auszuführen. Alles klar. Wuhu, wir sind so gut.
abgeschlossen. Vernichtet den Kalthafenwächter. Erreicht die Zelle des Propheten. Alles klar, dann komm mal mit hier. So, die Zelle des Propheten. Da ist dieses komische Zeichen wieder. Dann laufen wir da mal schnell hin. Ah, ein kleines Babydrachi. Da lang. Ist irgendwie schwer zu interpretieren. So, da rum. Niemand kann meinem Gefängnis Kalthafen entkommen. Herr Marmoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Und dann? Zum Interagieren gerückt hat. Ah, okay, wir können mit anderen Spielern quatschen. Aber wir wollen lieber mit Lyris quatschen. Verdammt! Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Vielleicht kann Catwell uns helfen. Okay, jetzt haben wir die auch noch im Ton mit drin. Wer ist Catwell? Catwell ist der Älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Wie soll ein Verrückter uns denn irgendwie helfen können? Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Das ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Okay. So, wo ist denn unsere tolle Nadel? Da hinten? Was ist das denn? Ich laufe einfach mal dran vorbei. Eines schönen Tages, mitten in der Nacht, kämpften zwei tote Könige um die Macht. Rücken an Rücken stehend sahen sie sich an und erdolchten sich mit ihren Bögen sodann. Hallo, Catwell. Hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Ihr müsst Catwell sein. Ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Wir versuchen, in die Zelle des Propheten zu gelangen. Die Tür ist verschlossen. Oh je. Nun, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Okay, das waren wahrscheinlich die Teile, die wir gerade gesehen haben. Aber die anderen Spieler nerven zwischendurch mal ein bisschen, ne? Wenn da das Headset so... Wie kommen wir da durch? Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Wo ist dieser Eingang? Folgt dem Fluss. Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Klar doch. Danke. Viel Glück. Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Erzähl mir von euch, Sir Catwell. Nun, da gibt es nicht viel zu erzählen, oder? Es ist der gleiche alte Schnickschnack. Edler Ritter, epische Unterfangen, gerettete Maiden. Ich kam in dieses Land, als mein Kopf ohne großes Gebese von meinem Körper getrennt wurde. Das war echtes Pech, aber man versucht eben das Beste daraus zu machen. Wie lange seid ihr schon hier? Oh, schon recht lange. Um genau zu sein, wäre ich nicht im Mindesten überrascht, wenn ich der älteste Seelenberaubte wäre. Also von denen, die nicht wild geworden sind, meine ich. Mhm. Ich kenne jeden Tunnel und jeden Pfad, jedes Eck und jeden Winkel. Die anderen schauen sogar zu mir auf, denke ich. Ja, das kleine Vieh im Hintergrund. Woher kennt ihr Lyris? Ah, Lyris. Dieses Mädel ist so jenseits von Gut und Böse wie Sheogorats Nachthemd. Aber ich schätze, sie hat das Herz am rechten Fleck. Sie sagt, sie müsste den Propheten retten, um uns allen ewige Qualen zu ersparen. Wie ein alter, blinder Mann das anstellen soll, ist er dann aber doch zu hoch. Ja.
Tschüss, Kowski. So, ah, dieses kleine Schnuffelbuffel, was ist das? Und da rennt sie weg. Ja, aber wie es hier weitergeht, sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und dass ihr dann hier auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ja, die nächste Folge kommt hier dann am Dienstag und dann bis zum nächsten Mal und ciao.